Also nochmal von mir auch einen schönen guten Abend und vielen Dank, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Ich möchte Ihnen auch ein bisschen was erzählen. Also ich bin erstmal der umweltpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Ich bin 55 Jahre, verheiratet, drei Kinder. Der Vollständigkeit halber sage ich immer dazu, dass ich an der Entstehung eines dieser Kinder persönlich beteiligt war. Und meine anderen beiden Kinder habe ich erfreulicherweise zubekommen. Ich bin dann, kurz nachdem wir in den Bundestag eingezogen sind, dann erst einmal AK-Leiter Umwelt geworden und dann letztendlich auch umweltpolitischer Sprecher. Gut, die grüne Energiewende, was ist sie? Na, sie ist erstmal Ideologie, Ausblendung, Umweltzerstörung, Lebensgefahr. Ich werde Ihnen das heute ein bisschen zeigen. Ein paar Sachen lasse ich aus, weil Jan schon darüber gesprochen hat. Gut. Bevor die CO2-Erderwärmungstheorie quasi in den Mittelpunkt des Geschehens rückte und auch der Aufmerksamkeit, sagte man uns, okay, wir müssen uns von der Kohlekraft verabschieden, weil ja, und wir müssen uns auch von fossilen Energieträgern verabschieden, weil so wenig von diesen fossilen Energieträgern noch zur Verfügung stehen. Einige von Ihnen kennen vielleicht den Club of Rome. Die haben in den 70er Jahren schon gesagt, dass, also 1970 haben die schon gesagt, dass in den 90er Jahren alle fossilen Energieträger erschöpft sein werden. Also Erdöl wird erschöpft sein, Erdgas wird erschöpft sein und auch viele andere Rohstoffe, wie zum Beispiel Bauxit oder Aluminium, werden also die Rohstoffe erschöpft sein. Wie sieht es in Wirklichkeit aus? Das sind Zahlen, also wo man sagt, okay, der dicke Balken oder der ja, stärkere Balken, quasi ist das, was man weiß, also was man mit den Mitteln bzw. auch den Kosten von heute oder heben kann. Der etwas schwächere Balken ist das, wo man davon ausgeht, okay, diese Lagerstätten gibt es noch und die kann man dann auch aber zu einem anderen Preis und mit anderen Fördermitteln quasi fördern. Jetzt kommt natürlich hier noch eine quasi andere Sachen dazu. Die haben wir erstmal das Erdöl. Und dann haben wir hier das Erdgas und hier ist natürlich durch das Fracking sind natürlich andere, kann man sich wieder andere Lagerstätten letztendlich erarbeiten. Bei Steinkohle haben wir quasi noch 127 Jahre Ressourcen und die vermuteten sozusagen, die man dann mit anderen Mitteln nehmen kann, sind 2800. Bei der Braunkohle sind es 260 Jahre. Obwohl es eine Aussage vom brandenburgischen Wirtschaftsministerium gibt, und die sind uns jetzt nicht unbedingt wohlgesonnen, die sagen, dass die Braunkohle in Deutschland, wenn wir bei dem jetzigen Verbrauch blieben, ca. 1000 Jahre reichen würde. Also es gibt also keinen Grund, warum man aufgrund der Nichtverfügbarkeit von fossilen Energieträgern umschwenken müsste. Deswegen ist man dann letztendlich auf die CO2-Erderwärmungstheorie gegangen, dass man sagt, okay, das wird uns das Klima zerstören. Gut, schauen wir uns mal an, wie es im Moment die Produktion aussieht. Wir haben also 25% Braunkohle, 13% Kernkraft, 13% Steinkohle und 7% Gas. Das alles hier, das will man sozusagen dann letztendlich wegbekommen, um diese Klimaschutzziele bis 2050 zu erreichen. Und das alles dann letztendlich so ausbauen, dass wir eben nicht nur Strom aus einer sogenannten Erneuerbaren, normalerweise müsste der Physikprofessor oder der Physiklehrer, demjenigen, der diesen Begriff erneuerbare Energien erfunden hat, der müsste dem heute noch rechts und links in den Reihen hauen, weil wir alle diejenigen, die in Physik aufgepasst haben, wissen, dass man Energie nicht erneuern kann. Ja, man kann Energie immer wieder umwandeln und letztendlich können wir nicht Energie erzeugen, sondern wir wandeln sie immer bloß um, von kinetischer in elektrische oder und so weiter. So, das würde ja noch ganz gut aussehen, aber gehen wir mal eins weiter. Wir haben ja einen sogenannten Primärenergieverbrauch und dieser Primärenergieverbrauch umfasst eben nicht nur den Strom, sondern erfasst auch Industrie, erfasst Wärme, Transport und so weiter und so fort. Und hier sind es eben bei Wind und Solar eben erst 4%. Sind wir erst bei 4%. Und das heißt, bei 100% Primärenergie aus sogenannten erneuerbaren Energien müssten wir quasi den jetzigen Ausbau ver-25-fachen. Wir haben im Moment 30.000 Windkraftanlagen in Deutschland und das Ganze mal 25 könnte ich ausrechnen, wie viel das ist. Und dann fliegt hier kein einziger Vogel mehr. Das kann ich Ihnen dann
letztendlich versprechen. Wenn es nur 50% Primärenergie wären, müsste man es trotzdem noch um das 13-fache steigern. Gut, und wie volatil? Wir sagen ja, wir gehen ja davon aus, wir sagen, und das ist auch für jedermann sichtbar, dass es eben sich um volatile Energien handelt, die eben nicht jederzeit zur Verfügung stehen, weil wir eben auch das Wetter nicht beeinflussen können. Das dunkelblaue ist Windkraft an Land, das hellblaue, was im Moment noch keine große Rolle spielt, sind die sogenannten Offshore-Anlagen, also auf See, und diese kleinen gelben Spitzen, die ab und zu mal hier rausragen, das ist Solarenergie. Hier oben ist das, was wirklich gebraucht wird. Ja? Genau. So, und dann passiert natürlich Folgendes, darauf ist der Jan vorhin schon eingegangen, dass wenn zu viel Strom produziert wird, dass dann natürlich ein Überangebot besteht. Und dann kann es passieren, dass wir eben unseren Strom auch letztendlich verramschen müssen. Und mal gucken, welches Datum. Am 17.03.2019 hat Deutschland innerhalb von 17 Stunden 105 Millionen Euro miese gemacht. Innerhalb von 17 Stunden, weil wir eben den Erzeugern ihren Festpreis gezahlt haben, aber das letztendlich nicht umsetzen können. Die Österreicher haben ein sehr gutes Geschäftsprojekt oder Geschäftsmodell entwickelt, und das können sie aber nur deswegen machen, weil wir so blöd sind und das hier so ausbauen. Die haben sehr viele, weil sie natürlich auch die geologischen Voraussetzungen haben, sehr viele Pumpspeicherkraftwerke, und die besorgen sich unseren Strom, wenn er entweder null kostet oder sogar noch was dafür kriegen, und wenn dann quasi eine Flaute ist, beziehungsweise ein wenig Wind weht, dann verkaufen die uns das für teures Geld. Also es ist ein super Geschäftsmodell, es geht aber auch nur, weil man umzahlt. Gut, man sagt uns immer, okay, dann müssen wir einfach Speicher bauen. Und der beste Speicher wäre natürlich, und das ist auch so, sogenannte Pumpspeicherkraftwerke. Das ist das größte Pumpspeicherkraftwerk, und das hat eine Kapazität von 1 Gigawatt, und zwar für 8 Stunden. Hat gedauert 30 Jahre Planung, 11 Jahre Bauzeit, 600 Millionen Euro Kosten, und es kann, wie gesagt, 8 Gigawattstunden leisten. Das sind 0,008 Terawattstunden. Wir verbrauchen, glaube ich, ungefähr pro Tag 1,64 Terawattstunden. Für 10 Tage Windstille und Dunkelheit bräuchten wir 2005 Stück davon, um sozusagen über diese 10 Tage drüber zu kommen. Das Ganze würde kosten 1,23 Billionen Euro. Gut, das ist, wenn man sich überlegt, was der Green Deal kosten soll, 1 Billion, 1,5 Billionen, ist das eigentlich ein Lapsus fast. Gut, also wie gesagt, diese nicht seltenen Ausfälle von Wind und Sonne, meistens im Februar, würde man, wie gesagt, diese 2500 Stück brauchen. Gut, die Bundesregierung ist auch nicht durch den Bundestag gegangen, hat den sogenannten Klimaschutzplan 2050 erlassen, die Bundesregierung erlassen, und der heißt natürlich Verzicht auf Heizung, weil man natürlich Passivhäuser, wie dann geheizt werden soll, weiß kein Mensch. Sollte es nicht mehr geben, natürlich keine fossil befeuerten Kraftwerke, ein sehr eingeschränktes Transportwesen, und natürlich keine Industrieproduktion mehr in Deutschland. Gut, Ausbildung. Warum Ausbildung? Er hat es schon angesagt, dass die Strompreise also seitdem das EEG sozusagen eingeführt wurde, nicht nur um eine Kugel Eis, wie es der Kretin gesagt hat, gestiegen sind, sondern wir haben jetzt die höchsten Strompreise. Aber wir schauen uns mal, Jan hatte schon gesagt, dass sich der Strompreis, beziehungsweise auf der Stromrechnung, sehen Sie die EEG-Umlage, die Netzentgelte und so weiter und so fort. Ich gehe jetzt hier mal nur auf die EEG-Umlage ein, und die betrug im Jahre 2000 883 Millionen Euro, was man quasi uns rausgepresst hat. Im Jahre 2017 waren es schon in dem Jahr 30 Milliarden Euro EEG-Umlage, und wenn man so weitermacht, sind es im Jahr 2022 49 Milliarden Euro an EEG-Umlage. Die EEG-Umlage, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, wie die entsteht, ist sozusagen der Ausgleich zwischen dem, was man am Markt erzielt hat für den Strom, und das, was man bezahlt hat. Deswegen schwankt die EEG-Umlage auch jedes Jahr. Aber die wird natürlich immer höher. So, wir haben dann mal Folgendes gemacht, wir haben das mal addiert.
Und im Jahre, wie gesagt, im Jahre 2000 hatten wir eine EEG-Umlage von 883 Millionen Euro. Im Jahre 2017 waren es schon zusammengerechnet 236 Milliarden Euro und im Jahre 2022 werden es 450 Milliarden Euro sein. Nun ist es aber so, dass wir ja auch Zahlungsverpflichtungen eingehen. Das heißt, wenn wir jetzt ab jetzigem Stand sozusagen sagen, okay, jetzt haben wir den Wert von, sag ich mal, 260 Milliarden Euro, aber wir sind schon Zahlungsverpflichtungen eingegangen für die Zukunft, weil wir 20 Jahre Verträge abschließen und dann waren es im Jahre 2000 schon die Zahlungsverpflichtungen 16 Milliarden Euro. Im Jahre 2017 haben wir, wie gesagt, diese 236 bezahlt und Zahlungsverpflichtungen in Höhe von 765 Milliarden Euro. Und im Jahr 2022 werden es 938 Milliarden Euro sein. Kommt summa summarum für das Jahr 2017 ein Preis insgesamt schon raus von 1 Billion Euro. Für nichts, für gar nichts. Im Jahre 2022 werden es 1,4 Milliarden Euro sein. Umweltzerstörung. Jan ist ganz kurz darauf eingegangen, deswegen fliege ich hier quasi drüber. Um 5,1 bzw. diese 30.000 Windkraftanlagen, die wir im Moment haben, plus den 1,6 Millionen PVA-Anlagen, also Photovoltaikanlagen, produzieren so viel Strom wie 5 Kohlekraftwerke. Wir haben mehrere Kohlekraftwerke, wir haben auch quasi Kernkraftwerke. Das heißt, also diese beiden Energieformen sind die Energieformen mit dem größten Flächenverbrauch von den jetzt bekannten Stromproduktionsarten. Und hier haben wir es nochmal ganz klar gesagt, also hier haben wir aber ein Kernkraftwerk genommen, Verbrauch hat einen Flächenverbrauch von 1,74 Quadratkilometern. Um dieselbe Energiemenge zu produzieren, braucht man 1000 Quadratkilometer oder hier 526 Quadratkilometer. So, und so kann das, so sieht das dann aus. Und das ist keine Fotomontage. Man wirft ja ab und zu mal diesen Windkraftgegnern vor, dass sie Fotomontagen erstellen. Das sind Landschaften bei uns in Deutschland. Ne? Also meistens in Norddeutschland, wo der Wind ein bisschen mehr weht, dort, so sieht das dann aus. Und können Sie sich vor, hier unten quasi zu wohnen? Ich mir nicht. So sieht das dann aus. Das sind Offshore-Anlagen und diese Offshore-Anlagen sehen wir natürlich auch sehr kritisch, weil sie natürlich auch der Infraschall die Fauna letztendlich beeinflusst. So, das ist sozusagen Umweltpolitik der Grünen. So sieht das dann aus, wenn solche Anlagen hingestellt werden, werden hektarweise Wald gerodet und weswegen, um CO2 zu sparen. So, Jan schon vor uns gesagt hat, die Vögel, die also getötet werden, da geht der NABU, also der Naturschutzbund, von 200.000 Vögeln pro Jahr aus und nochmal 200.000 Fledermäuse pro Jahr, die getötet werden. So, dann geht es natürlich weiter um die Fledermäuse, also die, wie gesagt, 200.000 auch. Und hier ist es aber nicht so, dass die in die Rotoren reinfliegen, sondern durch den Unterdruck, der jedes Mal beim Vorbeifliegen oder beim Vorbeigehen dieses Rotors entsteht ein Unterdruck und da platzen dann letztendlich die Lungen. Gut, Insekten sowieso. Sie haben vielleicht vorher, ich weiß nicht, ob es vorher oder vor 2 Jahren schon, eine Studie vom Zentrum für Deutsche Luft- und Raumfahrt gelesen, dass die davon ausgehen, dass also 1,2 Billionen Insekten pro Jahr an diesen Windkraftanlagen zugrunde gehen. Wir haben einen Antrag vorbereitet, den werden wir in Kürze einbringen, dass die Bundesregierung aufgefordert wird, das wissenschaftlich letztendlich zu untersuchen. Gut, Gesundheitsrisiko ist ja auch draufgegangen, das ist der sogenannte Infraschall. Was ist Infraschall? Hörschall ist zwischen 20 und 20.000 Hertz, das ist das, was wir hören können. Ultraschall können wir auch nicht hören und diese 1 bis 16 Hertz, das ist der sogenannte Infraschall. Da gehen mehrere Ärzte in der Zwischenzeit davon aus, dass quasi das also gesundheitliche Auswirkungen hat auf den menschlichen Körper, aufs Wohlbefinden. Wir haben die Bundesregierung gefragt in einer kleinen Anfrage, wie sie das denn sehen und ob sie denn sich gemüßigt fühlen, da wissenschaftliche Untersuchungen anzustellen. Und die haben gesagt, nee, also für uns ist das ganz klar, dass es keine gesundheitlichen Risiken gibt. Gut, Lebensgefahr. Warum Lebensgefahr? Mit jedem abgeschalteten konventionellen Kraftwerk und mit jeder zugeschalteten Windkraftanlage steigt natürlich die Gefahr eines großflächigen und mehrtägigen Stromausfalls. Woran sieht man das? Im Jahre 2000,
Also weil der Strom sozusagen nicht ständig gleich zur Verfügung steht, müssen sogenannte Redispatch-Maßnahmen vorgenommen werden. Das heißt, es muss an der einen Stelle runtergeregelt werden, an der anderen Stelle wieder hochgeregelt werden. Im Jahr 2006 mussten die Netzbetreiber ca. 3 bis 4 Eingriffe in das Netz vornehmen pro Jahr. Und im Jahr, das ist hier nicht mehr ganz aktuell, im Jahre 2018 waren schon in den ersten 3 Quartalen 8000. Nicht jede dieser Eingriffsmaßnahmen, aber sehr viele dieser Eingriffsmaßnahmen haben das Potenzial, letztendlich zu einem Blackout zu führen. Hier schauen wir uns nochmal die Stunden an, also wie oft bzw. wie lange dann letztendlich eingegriffen werden musste. Und diese Redispatch-Maßnahmen haben allein im Jahre 2017 1,4 Milliarden Euro gekostet. Nur die Redispatch-Maßnahmen, nichts weiter. Gut, hier gehen wir drüber. Wie funktioniert so ein Blackout? Jan hat es vor uns auch schon gesagt. Es ist so, dass in einem Stromnetz immer genau so viel Strom produziert werden muss, wie gerade gebraucht wird. Und jetzt ist es natürlich so, wenn einer dieser Erzeuger letztendlich ausfällt, dann werden teilweise zumindest, oder es kann passieren, dass andere Stromerzeuger dann letztendlich überlastet werden. Sie alle haben wahrscheinlich schon mal eine Bohrmaschine geschrottet, indem sie zu doll drauf gedrückt haben, irgendwann hat sie gestunken und dann ist sie kaputt gewesen, weil es einen Wicklungsschluss gab. Und Generatoren sind aber mit einer Schutzvorrichtung ausgestattet, dass wenn eine bestimmte Herzzahl unterschritten wird, weil die überlastet sind, dann schaltet es ab. Dann schaltet das Kraftwerk einfach ab. Dadurch kommt natürlich die Überlastung der anderen Erzeuger dann wieder zustande und dann kann das ganze Netz zusammenbrechen. Und dieses ganze Netz, es ist auch nicht so, in so einem Stromnetz, dass Sie einfach einen Schalter umlegen können und dann ist der Strom wieder da, sondern Sie müssen quasi einen Erzeuger und einen Verbraucher Schritt für Schritt quasi wieder hochfahren. Die meisten Stromerzeuger quasi sind auch nicht schwarzstartfähig, das heißt, sie können nicht aus eigener oder beziehungsweise ohne, dass selber Strom zur Verfügung steht oder Strom zur Verfügung steht, dann letztendlich wieder hochfahren. Kohlekraftwerke haben deswegen dann meistens Batterien, andere Speicher oder andere Erzeugungen, die dann erstmal dafür sorgen, dass das gesamte Kraftwerk wieder nach oben fährt. In New York gab es einen Blackout nur für 24 Stunden. Da gab es 200 Brände, 2000 Festnahmen und ja, weiß nicht, also mehrere Plünderungen. Und ich gehe davon aus, Sie haben wahrscheinlich gehört, dass in Köpenick im vorigen Jahr 24 Stunden der Strom ausgefallen ist. Dort ging es relativ problemlos ab, weil natürlich die umliegenden Ortsteile noch mit Strom versorgt waren. Das heißt, die Krankenhäuser konnten quasi ihre Patienten in andere Krankenhäuser bringen. Wenn aber die auch keinen Strom haben, sieht es relativ kritisch aus. Und ich bin überzeugt davon, wenn dieser Stromausfall in Neukölln oder Kreuzberg gewesen wäre, hätte es wahrscheinlich auch anders ausgesehen als in Köpenick. Die Bundesregierung und der Bundestag weiß das, was passieren kann. Es gibt eine Drucksache 17/5672. Gefährdung, Verletzbarkeit moderner Gesellschaften, bla 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 und so weiter. Dort hat also der Ausschuss für Technikfolgenabschätzung mal untersucht, was passiert zum Beispiel bei einem 14-tägigen Stromausfall. Die sprechen nicht von Zahlen, oder beziehungsweise es werden keine Zahlen erwähnt, aber wir gehen davon aus und alle, die sich damit ernsthaft beschäftigen, gehen davon aus, dass es also ein Stromausfall von 7 Tagen mehrere 10.000 Tote kosten wird. Und mehrere, also zig Millionen, Milliarden Euro Schäden. Und das Problem ist eben nicht, sind eben nicht nur die Toten und die Schäden, sondern das Problem ist auch, wie sich unsere Gesellschaft nach so einem oder innerhalb so eines Blackouts letztendlich verändert. Weil, stellen Sie sich vor, 7 Tage kein Strom, dann tritt natürlich die Gesetzestreue hinter den Selbsterhaltungstrieb zurück. Wenn Sie zum Beispiel Ihre Familie 3 oder 4 Tage nichts zu essen hat, dann ist es Ihnen vollkommen egal, ob zwischen dem Essen und Ihnen eine Scheibe ist. Und wenn dann noch jemand kommt und es reicht nur für eine Familie, dann hauen Sie den weg. Und das sind natürlich gesellschaftliche, oder sag ich mal, sind natürlich Verhaltensweisen, die wir lange überwunden haben. Und das wollen wir natürlich nicht. Zigtausende Tote. Gut, schauen wir uns mal an, was bringt unsere CO2-Reduktion dem Klima? Das ist als große Überschrift. Wir schauen uns mal an, dass in den letzten 10 Jahren der CO2-Gehalt, obwohl wir diese Unmengen an Geld ausgegeben haben, der CO2-Gehalt ist relativ gleich geblieben.
Also hier gab es sozusagen eine Reduktion von CO2, das lag aber eher daran, und zwar in den 90er Jahren, das lag aber daran, dass die Wirtschaft der DDR quasi letztendlich teilweise kaputt gemacht wurde, teilweise war sie natürlich auch nicht mehr produktiv genug. Und jetzt will man quasi ab 2020, will man hier runterkommen auf minus 85-90%. Gut, hier steht eine Zahl, die erkläre ich Ihnen ganz kurz. Die steht auch bei uns im Landtagswahlprogramm, da hatte ich mich dafür eingesetzt, dass sie reinkommt. Glücklicherweise habe ich gewonnen. Also, das IPCC, das ist der sogenannte Weltklimarat, der geht von einem Equilibrium Climate Sensitivity Wert aus von 3,2. Das heißt, wenn sich der CO2-Gehalt in der Atmosphäre verdoppeln würde, würde es eine Temperatursteigerung von 3,2 Grad geben. Das ist ein Durchschnittswert. Heute sagen sie von 1,5 bis 4,5. Wir haben uns diesen Wert genommen, diese 3,2, haben dann diese 900 Millionen Tonnen CO2 in eine Formel gesetzt, und zwar das vom Weltklimarat, und haben dann errechnet, dass wenn Deutschland innerhalb Jahresfrist nicht ein einziges Gramm CO2 mehr ausstoßen würde, würde die hypothetische Erderwärmung, wenn die Hypothese stimmt, um 0,00653 Grad Celsius betragen. Für diesen aberwitzig geringen Wert, auch nur einen einzigen Cent auszugeben, einen einzigen Arbeitsplatz zu verlieren, ein einziges Leben zu riskieren und so weiter und so fort, ist natürlich ideologischer Unsinn. Worum geht's? Worum geht's? Also erstmal sagt Herr Edenhofer ist vor kurzem wieder mal ins Gespräch gekommen, als er gesagt hat, hier mit diesem Bürgergeld, also diesem Bürgerenergiegeld, wir geben euch jedes Jahr 100 Euro zurück, um letztendlich die Akzeptanz zu erhöhen. Aber worum geht es eigentlich wirklich? Also ihr könnt es jetzt nicht mehr lesen, aber ich weiß es auch auswendig. Es geht einfach darum, rentablen Technologien und zum Beispiel Kohle- oder Erdgaskraftwerke Klötze ans Bein zu binden, damit sie einen uneinholbaren Vor- oder Nachteil haben gegenüber den sogenannten Erneuerbaren. Es geht nicht darum, eine bessere Energieform oder eine effizientere Stromproduktionsform zu etablieren, sondern es geht einfach darum, das durchzusetzen, und das macht man, indem man die anderen extrem behindert. So, der Klimaschutzplan 2050 verlangt die Erfüllung des Pariser Übereinkommens. Man spricht ja heutzutage glücklicherweise, das nehmen wir aber auf unsere Kappe, nicht auf unsere Kappe, sondern das ist unser Verdienst aus unserer Sicht. Man spricht immer noch von dem sogenannten Klimaabkommen. Dieses Pariser Übereinkommen ist kein Abkommen, es zwingt niemanden zu irgendetwas, es gibt keine restriktiven Maßnahmen, wenn jemand seine selbstgesteckten Ziele nicht erreicht, und die Schwellenländer, China, Indien und andere Schwellenländer, die ungefähr 65% der CO2-Emissionen ausmachen, können ihre CO2-Emissionen bis 2030 so weit steigern, wie sie es für notwendig erhalten, und erst dann müssten sie irgendwas unternehmen. Der nächste Schwachpunkt im Klimaschutzabkommen oder im Pariser Übereinkommen ist, dass dort gesagt wird, wir wollen die Temperatur nicht höher als 1,2, 1,5 oder 2 Grad steigen lassen, gegenüber was? Das sagen sie nicht. Sie sagen gegenüber den vorindustriellen Werten. Aber ich habe dann auch mehrere, zum Beispiel den Herrn Schellenhofer, den Herrn Rahmsdorf habe ich gefragt, was ist denn der konkrete Temperaturausgangswert? Und die haben mir dann gesagt, ja, so einen konkreten Temperaturausgangswert brauchen Sie gar nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe in der Physik gelernt, dass wenn ich eine Veränderung messen will, dann muss ich einen Ausgangswert kennen und ich muss den Wert kennen, wo ich jetzt bin. Ansonsten kann ich keine Veränderung feststellen. Aber das ist einer der ganz, ganz großen Schwachpunkte, und dort kriegt man letztendlich diese ganzen Klimahysteriker auf. Gut, Energie sorgt da, Versorgungssicherheit natürlich nicht. Wird es dann nach diesem Klimaschutzplan noch Individualverkehr geben? Wenn die ihr Ding durchziehen, eben nicht. Haushalt, Heizung, Gesundheit, wenn wir ständig in der kühlen Bude sitzen, und dann Industriearbeitsplätze. So, Wissenschaft, gehen wir mal dorthin, worauf basiert denn diese ganze Energiewende? Die ganze gesamte Energiewende basiert ja auf der Hypothese, dass der Mensch mit seinen CO2-Emissionen das Klima maßgeblich beeinflusst. Die einzigen Beweise, die die guten Leute haben, das sind sogenannte Klimamodelle, Klimacomputermodelle. Diese ganzen Striche hier, das ist ein bisschen sehr verwirrend, das weiß ich, Entschuldigung, das sind alles Klimacomputermodelle. Die fangen im Jahre 1975, 1980 an und haben dann prognostiziert, dass die Temperatur hier wäre. Der Mittelwert von diesen ganzen Klimamodellen ist dieser breite schwarze Strich.
Und das hier unten, diese blauen Vierecke und die grünen Kreise, das sind die realen Temperaturmessungen. Also einerseits mit Wetterballons und einerseits mit Satellitendaten. Das heißt, die real gemessenen Daten und die Vorhersagen, die gehen immer weiter auseinander. Und das Witzige an der ganzen Sache ist, dass aber das Vertrauen sozusagen in diese Klimamodelle vom Seiten des IPCC immer größer werden. Also je weiter sozusagen die Temperatur, also die real gemessenen Werte und die Vorhersagen auseinandergehen, desto mehr vertrauenswürdiger ist es, desto sicherer ist es, dass diese Temperaturwerte eintreten. Das ist total absurd. Gut, was ist eigentlich Klima? Die meisten wissen gar nicht, was Klima ist, und Journalisten und vor allen Dingen Politiker hauen das auch ständig durcheinander. Klima ist eigentlich ein statistischer Wert. Klima sind lokale Wetterdaten über mindestens 30 Jahre gesammelt und letztendlich der Durchschnitt davon. Das ist Klima, nichts anderes. Ein Weltklima an sich existiert nicht. Sie wissen alle, das haben Sie mal in der Schule gelernt, dass es Klimazonen gibt. Es gibt die tropische, die subtropische, die gemäßigte Zone und so weiter und so fort. Aber ein gesamtes Weltklima an sich gibt es eigentlich nicht. Und alles andere, was sozusagen unter 30 Jahre ist, das ist eben Wetter oder Witterung. Gut, viele Experten verwechseln das. Gut, schauen wir uns mal die Atmosphäre an. Einfach natürlich. Das hier sind 10.000 Moleküle Luft. Und diese vier Moleküle, das ist das CO2. Nur 10.000 Moleküle. So, das sind die drei Moleküle pro 10.000 Moleküle im Jahre 1850. Und dieses Molekül ist dazugekommen und verursacht jetzt diese Klimakatastrophe. Pro 10.000, muss ich sagen. Gut, was sagt uns eine globale Mitteltemperatur? Eine globale Mitteltemperatur sagt uns eigentlich gar nichts. Wir haben, das hier ist schon gar nicht mehr aktuell, weil im vorigen Jahr, neben Jahres 2018 schon 99,85 Grad minus gemessen worden. In der Antarktis ist das, und das ist in der iranischen Wüste, dort sind also plus 70 Grad. Das heißt, wir haben einen Unterschied von 170 Grad in den Maximaltemperaturen bzw. Minimaltemperaturen. Das wäre ähnlich, ich versuche es mal zu vergleichen, als wenn Jan, du fährst zum Beispiel nach New York und dann fragt dich irgendjemand, erzähl mir mal was über die Architektur in New York. Und dann sagst du, na, durchschnittlich sind die Häuser dort 25,8 Meter hoch. Ist natürlich, dann hat er natürlich überhaupt nichts über die Architektur erzählt, sondern es wurde alles zusammengeschmissen und dann ein Durchschnitt gebildet. So, das ist die Durchschnittstemperatur seit 1850 und die ist hier dann letztendlich um 0,8, ca. 1 Grad gestiegen. So, heißestes Jahr war 2016 mit 14,8 Grad und wenn Sie immer mal wieder lesen, okay, zum Beispiel diese Treibhaustheorie besagte, wir hätten einen 18 Grad Minus und durch den natürlichen Treibhauseffekt haben wir 33 Grad mehr, also 15 Grad. Und diese 15 Grad haben wir noch nie erreicht. Das heißt, eigentlich liegen wir immer noch unter der Optimaltemperatur. Also man geht immer davon aus, 15 Grad ist quasi die Optimaltemperatur. Durchschnittstemperatur in Helsinki 4 Grad, in Berlin 9 Grad, in Rom haben wir 15 Grad und in Miami 24 Grad. Warum ist diese Folie so wichtig? Diese Folie ist so wichtig, weil man gesagt hat, Sir Schumann ist vom IPCC, er hat gesagt, solange wir keine Katastrophe ankündigen, wird uns keiner zuhören. Das heißt, hier wird also wirklich Panik geschürt, damit man überhaupt aufmerksam erreicht. Professor Schneider hat gesagt, und das ist auch in diesem Climate Gate letztendlich rausgekommen, deshalb müssen wir schreckeneinjagende Szenarien ankündigen, um Aufmerksamkeit zu erregen, brauchen wir dramatische Statements, also Meeresspiegelanhöhung, Erhöhung und so weiter und so fort, und kein Zweifel am Gesagten. Und jetzt kommt der wichtigste Satz. Jeder von uns Forschern muss entscheiden, wie weit er ehrlich oder effektiv sein will. Das heißt, das, was Sozialisten eigentlich letztendlich immer machen, sie wissen, dass sie etwas moralisch Verwerfliches machen, fühlen sich aber moralisch höher gestellt, weil es für eine gute Sache ist, können wir das jetzt machen. Und Al Gore, der übrigens, glaube ich, sein Vermögen, seitdem er quasi angefangen hat, seinen Film zu drehen und quasi in diesem Bereich tätig ist, hat er, glaube ich, sein Vermögen verzweihundertfacht. Er hatte ein Vermögen, wenn man den investigativen Journalisten aus den Vereinigten Staaten glauben kann, hat er
zum Anfang ein Vermögen von 1 Million gehabt, jetzt hat er ein Vermögen von ca. 200 Millionen. Und hier steht, wir müssen Furcht erzeugen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt kommt von Greta Thunberg. Ich will, dass ihr Panik spürt. Ich will, dass ihr meine Panik spürt, die ich jeden Tag spüre. Ich sage nichts gegen Greta Thunberg. Aus meiner Sicht ist es jemand, der ausgenutzt wird, der missbraucht wird. Und ich glaube auch, dass dieses mitleidenswerte junge Mädchen wirklich daran glaubt, dass sie wirklich diese Phobie hat. Aber letztendlich gibt es Hintermänner, die sie ausnutzen. So, schauen wir uns mal die Hitzewelle 2018 an. Das ist ja nun schon 2 Jahre her. Und da hat Herr Kleber, Klaus Kleber, einer meiner Lieblingsmoderatoren, Herr Kleber hat übrigens wenn ich investigativen Journalisten glauben kann, ein Jahresgehalt von 600.000 Euro. Und diese 600.000 Euro kann er nur deshalb kriegen, weil er auch nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen, das ist schon wieder ein ganz anderes Thema, öffentlich-rechtlichen fest angestellt ist, dort ist es, glaube ich, gedeckelt bei 350 oder 400.000. Das heißt, er ist freier Mitarbeiter, damit er dann diese 600.000 bekommen kann. Aber, worauf ich eigentlich hinaus will, hat gesagt, dass sich die Atmosphäre grundstürzend verändert hat. Als ich diesen Begriff gelesen habe, habe ich im Duden nachgeschaut und habe dann nochmal bei Google nachgeschaut und habe dieses Wort nicht gefunden. Das heißt, um das noch, weil die sowieso diese Dramaschraube sowieso schon extrem angezogen haben, müssen sie sich letztendlich neue Wortkreationen einfallen lassen, um es noch schlimmer zu machen. Wir haben auch im Moment keine Warmzeit, sondern wir haben eine Heißzeit. So, Hitzewelle, also das hat dann, glaube ich, mal der Spiegel geschrieben, das fand ich sehr gut. Der hat das veröffentlicht, dass es auch im Jahre 1540 schon so eine Hitzewelle gegeben hat. Es gab aber schon mehrere Hitzewellen, aber 1540 war diejenige, die man sich dann rausgesucht hat. Da gab es dann eben auch von Februar bis September so gut wie keinen Regen. Weitere Rekordjahre, die dann meistens von Mönchen in Chroniken niedergeschrieben wurden, waren 79, 1387 und 1473. Im Jahre 1473 steht so in dieser Chronik, die Donau war ausgetrocknet, Menschen gingen zu Fuß darüber. Da habe ich mir natürlich gedacht, okay, was wäre passiert, wenn 2018 die Donau ausgetrocknet wäre? Wahrscheinlich hätten die Grünen kollektiven Selbstmord begangen. Ich weiß es nicht. Okay, also, und seit dem Jahre 1900 kann man ja dann doch auf bessere Temperaturdaten zugreifen. Gab es also 12 sehr heiße und 12 sehr kühle Sommer, aber ohne erkennbare Regelmäßigkeit. Es gibt keine globalen Hitzewellen. Die Mitteltemperatur der Nordhalbkugel liegt exakt auf dem Mittelwert der letzten 18 Jahre. Das heißt, es gab keine Steigerung auf einem relativ hohen Niveau, das ist richtig, aber es gab dann letztendlich keine Steigerung mehr. Und seit dem Jahre 2016 hatten wir das mit 14,83 Grad, das heißeste Jahr, gehen wir peu à peu wieder nach unten. Ja, also es wird natürlich nicht gesagt. Gut. Es wurde ja sehr viel Drama gemacht, ja, die Flüsse trocknen aus, sie sind ausgetrocknet, das ist richtig. Und man hat aber gesagt, okay, das ist eine Katastrophe, die es noch nie gegeben hätte. Das ist ein Foto aus dem Jahre 2018. Und dann hat mal jemand in seinen Chroniken oder wo auch immer nachgeschaut und hat gesehen, Mensch, da hat doch jemand vor mehr als 100 Jahren das gleiche Foto gemacht, aus der gleichen Perspektive. Und da sieht man, okay, es ist nichts Unnormales, was hier passiert, dass die Flüsse eben manchmal austrocknen. So, große Problem, natürlich gibt es einen Klimawandel, das wissen wir auch, das ist ein natürliches Phänomen seit 100 Millionen von Jahren, also eigentlich seitdem es eine Atmosphäre gibt, gibt es natürlich auch einen Klimawandel. Gibt es, und das ist das Wichtige, gibt es überhaupt eine Korrelation zwischen CO2 und Temperatur? Wenn man es hier quasi, das Schwarze ist hier quasi das CO2, und wenn es so wäre, dass die Temperatur wirklich abhängig wäre vom CO2, müsste die Temperatur dieser Linie folgen. Das macht sie aber eben nicht. Es gibt hier 3 Phasen seit 1850, wo wirklich die Temperatur extrem angestiegen ist. Hier diese Phasen, aber es gab danach auch immer wieder quasi abfallende Temperaturen. Natürlich erhöht sich es trotzdem, aber es gibt eben nicht eine gleichmäßige Temperatursteigerung. Es ist ein nicht-lineares System. Das IPCC, also der Weltklimarat, sagt in seinem eigenen Bericht,
Es handelt sich um ein nichtlineares, gekoppeltes und chaotisches System, das Klima. Und deswegen sind Klima- oder Prognosen für zukünftige Klimazustände nicht möglich. Nicht möglich. Das schreiben die selber und trotzdem verbreiten sie Hysterie. Schauen wir uns mal die letzten 1000 Jahre an. Da sehen wir hier diese sogenannte mittelalterliche Warmzeit. Das war die Zeit, wo die meisten Kirchen gebaut wurden, wo auch die Wikinger losgefahren sind, wo in Südengland oder beziehungsweise in England an sich quasi Wein angebaut wurde. Das ist dann diese sogenannte kleine Eiszeit. Sie kennen wahrscheinlich verschiedene Fotos oder beziehungsweise Gemälde von damals, wo also wirklich Häfen zugefroren waren. Da war es auch wirklich sehr kalt. So, und wenn wir hier mal die CO2-Linie drüber legen, dann sehen Sie, dass also, wenn es eine Korrelation gäbe, dann hätte hier der CO2-Gehalt auch höher sein müssen. So, und wenn wir uns die letzten 11.000 Jahre anschauen, das ist die letzte große Eiszeit, wo also große Teile von Europa unter einem dicken Eispanzer lagen, dann gab es hier auch mehrere Warmzeiten. Und diese Warmzeiten, das holozäne Klimaoptimum, das vor 5.000 bis 8.000 Jahren, oder hier so um 5.000 bis 8.000 Jahre vor Christus, beziehungsweise von heute zurückgerechnet, dann sehen Sie, dass es hier auch wärmer gewesen ist. Und wenn Sie haben immer mal wieder wahrscheinlich gehört von Funden, von Baumfunden, von Baumstumpffunden unter dem Eis. Das heißt, es muss an dieser Stelle ein Baum gewachsen sein irgendwann mal. Es kann ja sein, dass ein Baum durch einen Gletscher nach unten geschoben wird, aber mit Sicherheit nicht nach oben. Das heißt, an der Stelle muss ein Baum gewachsen haben. Das heißt, die Baumgrenze muss höher gewesen sein. Also es heißt nicht, dass dort einfach nur kein Eis war, sondern es muss bedeutend wärmer gewesen sein, damit die Baumgrenze nach oben geht. Es gibt ja eine natürliche Baumgrenze bei bestimmten Temperaturen. Und auch hier schauen wir uns mal den CO2-Gehalt an. Das heißt, ein relativ stabiler CO2-Gehalt über die letzten 11.000 Jahre und trotzdem solche Temperaturausschläge. Also mehrere Warmzeiten, mehrere Eiszeiten, mehrere kleine Eiszeiten. Und die meisten dieser Warmzeiten waren wärmer als heute. So. Wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgucken, haben wir die letzten 600 Millionen Jahre und dann sehen wir schon hier, okay, vor 500 Millionen Jahren gab es einen CO2-Gehalt von 0,7%. Also viel, viel höher als heute und trotzdem war die Temperatur hier. Hier haben wir immer noch einen sehr hohen CO2-Gehalt und trotzdem hier solche niedrigen Temperaturen. Ja? Also das heißt, das Schwarze ist der CO2-Gehalt und das Blaue ist die Temperatur. Und an diesem Diagramm sehen Sie also, dass es überhaupt keine Ursache-Wirkung-Zusammenhang zwischen CO2 und Temperatur in den letzten 600 Millionen Jahren gegeben hat. Und die meisten von Ihnen wissen auch, dass 70% der Erdgeschichte es gar keine Polkappen gab. Wir leben im Moment in einer Eiszeit, in einer wärmeren Zeit, einer Eiszeit. Eiszeit heißt, dass überhaupt Eis vorhanden ist an den Polkappen. Wenn man das hier ein bisschen näher ranziehen könnte, dann würde man sehen, dass auch der CO2-Gehalt, der erhöhte CO2-Gehalt immer der Erwärmung der Meere folgt, also der Erwärmung der Atmosphäre und dann der Meere folgt quasi, der CO2-Gehalt hat natürlich was mit Chemie zu tun, dass wärmeres Wasser weniger CO2 binden kann. So, ganz genau. So, und deswegen sagt Professor Jay Clark, der ist Paläogeologe, wir können nicht behaupten, dass das CO2 das Klima bestimmt, denn das hat es in der Vergangenheit noch nie getan. Solche Klimawissenschaftler wie Herr Ramshoff, Herr Schellnhuber sagen auch, ja, das ist so, dass es das noch nie getan hat. Aber jetzt ist alles anders. Sie erklären aber nicht, warum jetzt alles anders sein soll. So, CO2-Einfluss ist nicht nachweisbar. Das heißt, er sagt auch, wir können es sozusagen nicht nachweisen, wenn wir nicht numerische Modelle, also Klimacomputermodelle, zur Hilfe nehmen. Und das wichtigste Zitat, können wir vergessen hier, also nicht können wir vergessen, aber das ist nicht so wichtig. Das allerwichtigste Zitat, weil man ja uns immer sagt, 97% aller Klimawissenschaftler würden diesen wissenschaftlichen Konsens zustimmen. Und genau, wie heißt er? Richard Feynman, ganz genau, Physiknobelpreisträger. Er hat gesagt, es ist nicht bedeutend oder egal, wie bedeutend der Mensch eine Theorie vorstellt, egal wie elegant, egal wie plausibel sie klingt, egal wer sie unterstützt, wenn sie nicht durch Beobachtungen
quasi Beweise bewiesen wird, dann ist sie falsch. Wenn Sie eine Hypothese, Sie können eine Hypothese aufstellen, wenn Sie sie nicht beweisen können, ist sie falsch. Ich erzähle Ihnen ganz kurz was zur 97%-These, die geht auf eine Studie von John Cook zurück. Er hat seine Studenten die Abstracts, also die Zusammenfassung von 11.944 Veröffentlichungen durchschauen lassen, aber nur in den Zusammenfassungen, und hat nach diesen Veröffentlichungen gesucht, mit bestimmten Keywörtern, also mit Suchwörtern, also Climate Change, Erwärmung, Global Warming und so weiter und so fort, und hat die dann kategorisieren lassen, und von diesen 11.944 Veröffentlichungen haben 7.930 Autoren sich gar nicht zu Ursache geäußert. Er hat quasi nur diejenigen gegenübergestellt, die sagen, es gibt einen menschlichen Einfluss und es gibt keinen menschlichen Einfluss, aber das waren letztendlich nur ein Drittel. Wir haben die Bundesregierung gefragt, wie sie denn zu diesen, wir haben das dann der Bundesregierung auch mitgeteilt, die wissen das alle selber, haben dann gefragt, wie sie denn zu dieser 97%-These kämen. Und haben dann gesagt, in der Zwischenzeit sind wir der Überzeugung, dass es 99% sind, und gehen zurück auf eine Studie von James Powell. Und der hat was ganz anderes gemacht, nicht ganz was anderes, sondern der hat auch mit Suchwörtern nach Veröffentlichungen gesucht, Global Warming, Climate Change und so weiter, und hat dann in den Abstracts gesucht, welcher Wissenschaftler oder welcher Autor explizit diese These, dass der Mensch den Klimawandel verursacht, ausschließt. Unabhängig davon, ob er darüber überhaupt referiert hat, nach den Ursachen, und da waren es nur 0,06%. Das heißt, die Bundesregierung geht jetzt davon aus, 99% aller Wissenschaftler sind der Meinung, dass es den menschengemachten Klimawandel gibt, weil der Rest nicht widerspricht. Das ist natürlich absurd, das ist natürlich absolut pseudowissenschaftlich, und ein paar Wissenschaftler von Science Files, die haben Folgendes gemacht, um diese Vorgehensweise auch dieser Absurdität dieser Vorgehensweise nachzuweisen, haben die drei Hypothesen aufgestellt. Die erste Hypothese lautete, die Bundesregierung oder die Regierung Merkel will die deutsche Wirtschaft zerstören, um Armut herbeizuführen. Die zweite Hypothese war, die UN ist eine kommunistische Verbindung, um mit der vermeintlichen Klimahypothese die Weltwirtschaft zu zerstören, um Armut herbeizuführen. Und die dritte Hypothese war, dass die Abgeordneten im Bundestag ihre Daseinsberechtigung in Korruption und Selbstbereicherung sehen. So, die haben dann genau dieselben Kriterien genommen, die haben also auch nachgeguckt nach bestimmten Suchwörtern, und wenn man diese Hypothese oder wenn man diese Vorgehensweise anwendet, dann müsste es einen wissenschaftlichen Konsens von allen Autoren geben, von 97,5%, dass die Bundesregierung Merkel oder die Regierung Merkel die deutsche Wirtschaft zerstört, um Armut herbeizuführen, 99%, dass die UN ein kommunistisches Regime ist und so weiter und so fort. Und ich glaube, bei den Abgeordneten Selbstbereicherung und Korruption waren es schon immer noch 70%. Das heißt, sie haben einfach dieselbe Vorgehensweise genommen, haben sich diese Veröffentlichung angeschaut und haben dann quasi das herausbekommen. Das ist natürlich absurd. Also jemand zu unterstellen, dass wenn du zum Beispiel nicht explizit sagst, ich finde scheiße, dass mein Nachbar meine Frau schlägt, bist du trotzdem nicht dafür. Ja, also wirklich. Gut, okay. Es besteht also aus unserer Sicht keine Notwendigkeit, unsere Kohlekraftwerke stillzulegen und unsere wirtschaftlichen Grundlagen zu zerstören. Es ist reine Ideologie und vor allen Dingen ist es wirtschaftlicher Irrsinn. Nigel Calder hat im Jahre 1998 schon gesagt, alle Parteien der Industriestaaten, ob rechts oder links, werden die CO2-Erderwärmungstheorie übernehmen. Das ist die einmalige Chance, die Luft zum Atmen zu besteuern, und weil sie vermeintlich die Menschen noch vor dem Hitzetod retten, wird man ihnen sogar noch zujubeln. Also man wird auf die Straße gehen, um für CO2-Steuer zu demonstrieren, und keine Partei wird dieser Versuchung widerstehen. Die AfD ist die einzige Partei im Deutschen Bundestag, die dieser Versuchung widersteht, und dabei werden wir letztendlich bleiben, weil wir sagen, Vernunft statt Ideologie, das ist unser Wahlspruch. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.